Ja, und hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, und herzlich willkommen hier bei der nächsten Folge von Blood Bowl 2. Wir sind hier im zweiten Spiel der Kampagne unterwegs, im zweiten Match, ja, eigentlich drittes, aber das zweite Ligaspiel, und machen jetzt mal hier schön unseren Touchdown. Der Gerhard Art war was. Oh, fängt doch gut an hier. Ass and titties. Ass and titties. Jetzt heißt das für uns, wir sind in der Verteidigung. Und schießen dahin, wo wir immer hinschießen. Der Ball springt ja eh noch nach links, rechts oder sonst wohin. Liegt eigentlich ganz gut da. Wenn einer den Ball aufnimmt, muss er viel Bewegungspunkte verbrauchen. Die Zwerge gehen natürlich direkt voll in die Offensive. Was aber durchaus von uns von Vorteil ist, weil sie auf der Seite recht weit aufhaben und auf der Seite nur eine Verteidigung gescheit stehen haben. Hut ab! Aue! Nicht hauen! Jo, was machen wir? Entweder wir fallen komplett um, was eigentlich eher doof ist, oder wir lassen uns ein Stück zurückschieben. Ja, wir lassen uns ein Stück zurückschieben. Natürlich sind die Zwerge jetzt unter Zugzwang. Die haben jetzt 4 Züge nur, um ins gegnerische Touchdown, in den gegnerischen Touchdown-Bereich zu kommen. Wir schauen mal. Der Läufer hat eine Bewegung von 6, muss noch. Wie viele Felder hat er denn schon weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder sind weg. Insgesamt sind 26. Allein vom Laufen her wird das schon verdammt knapp, wenn er gerade durchläuft. Können wir da blitzen? Nein, können wir nicht. Schade. Das wäre natürlich jetzt richtig geil schon. Du stehst nur auf. Du stehst auch mal auf. Wir versuchen hier, dich mal K.O. zu hauen. Jawohl, klappt auch. Hier, das war jetzt übrigens Verteidiger stolpert. Wenn denn ein Werfer, ne, ein Fänger zum Beispiel, die Fähigkeit Ausweichen hat, dann wird das umgewandelt in Schieben. Ansonsten ist es das gleiche wie außer Gefecht gesetzt. Nein, das ist der direkte Weg, das ist natürlich blöd. Ich lauf mal hier hin. Kann natürlich auch sein, dass ich auf die Fresse fall, aber nein. Das hat gut geklappt, sehr schön. Und hier greifen wir auch an, würde ich sagen. Bitte nicht umfallen. Bitte nicht umfallen. Yes, sehr gut. Genau, das könnte ein Sack werden. Hoffen wir, dass es das auch wird. Da können wir nur pushen. Und dann bleiben wir hier, ansonsten laufen wir in eine doppelte Tackle Zone und kriegen nächste Runde voll auf die Möppe. Das ist im Moment scheiße. Da brauchen wir noch ein bisschen Support. Wie sieht es jetzt aus? Schon besser. Verdammt. Kriegen trotzdem eine auf die Möhre. Wir können allerdings noch hier blitzen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Auch nicht so der Burner.
Wir schieben ihn darüber, damit er für die nächste Runde noch in 3 Tackle Zones drin ist. Und stellen den anderen hier hin. Ja. Einfach um meine Verteidigungslinie ein bisschen zu verstärken. Und das. Oh ne, der Dicke. Der Dicke. Oh ne, der kann auch noch angreifen. Stimmt ja. Ne, der ist eben gelaufen. Okay, der kann nicht mehr anlaufen. Aber der. The player's fist is approximately the same besser als nix. Deswegen ist mein Kollege aus der Tackle Zone raus und du bleibst schön in der Defense Line stehen. So, Zug beenden. Dankeschön, jetzt seid ihr dran. Okay, der bekommt Verstärkung. Also sie versuchen auf jeden Fall nicht da hinten ihren Ballträger zu verstärken. Ja, außer natürlich mit dem, das war klar. Aber das ist doch, glaube ich, nicht so der beste Plan, das da hinten so zu ignorieren. Schade. Strike first, run later. That's always been my motto. Sehr schön, der hat sich gewehrt. Der geht. Ah nein, der hat Blocken, deswegen geht er nicht down. So, hier stehen mal die faulen Leute auf. Dieser Kollege blitzt hier. Stopp. Erstmal geht dieser Kollege. In die doppelte Tackle Zone rein. Put some pressure on the ball carrier. Move quicker. Dann greifen wir hier an. They're attacking the ball carrier, Bob. Jawohl. Watching the same match as you. Und du folgst. Und wo fliegt der Ball hin? Dahin. Da kommt unser Kollege leider nicht hin. Wir versuchen den da auch noch umzuhauen. Wer weiß, wer weiß. Sieht gut aus. Und der Wurf ist auch gut. Sehr schön. So, der Ball liegt schön offen da. Dann hauen wir hier jetzt noch möglichst ein paar Zwerge um oder gehen selber drauf. Oh, auch noch gelähmt. Das ist ungut. Nein, wir laufen hier näher ran. In der Hoffnung, dass wir diese Halbzeit vielleicht noch einen Touchdown hinbekommen. Das wäre nämlich dann relativ wichtig. Okay, passiert nichts, weil beide die Blockenfähigkeit haben. Und hier, wo soll ich es probieren? Oh, vielleicht klappt es ja. Ja, es klappt. Wir schieben ihn mal zu seinem Zwergkollegen. Wir müssen eigentlich folgen. Auch mit dem, oh, der ist gelähmt, sehr schön. Jo, alles klar. Das wäre dieser Zug. Dann zeigt mal, was ihr habt. Und dann gucken wir, ob wir in der nächsten Folge, im nächsten Zug noch einen Touchdown hinbekommen. Wäre geil.
Definitiv. Und sie ignorieren immer noch diese Situation da hinten komplett. Sie wollen nur möglichst viel Gemetzel an der Line of Scrimmage machen. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Okay, da passiert nichts. Gucken, was sie jetzt hier machen. Was zur Hölle? Der läuft durch zwei Tackle Zones. Warum? Warum? Was macht das für einen Sinn? So, was haben wir da? Geschickt 3, Geschickt 3, Geschickt 3. Also, das sind alles drei Blitzer. Okay. Ja, dann versuchen wir mal mit dem ersten unser Glück. Okay. Dann läufst du jetzt aber hier aus dem Weg. Vielleicht nach da. Gut, den Haken hätte ich jetzt nicht schlagen müssen, aber egal. Und der nächste versucht sein Glück. Sehr schön. Yes, es ist ein sicherer Touchdown. Yeah, baby. Zwei Touchdowns in einer Halbzeit. So muss das sein. Ass and titties. Ass and titties. Ass and titties. Ich hätte es nicht gedacht, dass die Zwerge noch so leicht zu besiegen sind. Ja, es ist scheißegal, was ich mache. Ihr bekommt eh nichts hin. Hier, du kriegst den Ball. Zack. Guck, was passiert. Touchback. Naja, egal. Was jetzt passiert, wissen wir. Der Kollege darf sich aussuchen, wer den Ball in die Hand bekommt. Aber er hat eh nur noch einen Zug, also. Macht hin. Ihr halbbeinigen Zwerge. Jetzt gibt's auf die Mappe. Oder auch nicht. Wir haben eigentlich am Anfang eine recht gute Taktik immer. Tschüss. Das war's mit der ersten Halbzeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immerhin gab es zwei Touchdowns. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut einfach das nächste Mal wieder rein. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Bis dahin, bleibt grämig. Tschüss.